Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Wir haben noch 16 Spiele, es ist Samstag. Ja, mein Ziel ist es eigentlich schon, die Hälfte hinzubekommen, also mindestens 8 jetzt am Samstag zu spielen. Und dann schauen wir mal, wo wir stehen. Vielleicht habe ich auch Bock und mache noch mehr. Wäre ja auch nicht das erste Mal. Ich glaube, das wenigste, was ich bisher am. Oh, Delofé hat sich mal wieder verletzt. Das ist ja nichts Neues. Ich glaube, das Wenigste, was ich bisher mal machen musste, am Sonntag waren 5 oder 6 Spiele. Eine Partie Fuß, da werden wir wieder Shaqiri spielen. Na? Hallo. Und wir brauchen auch eine Fitnesskarte. Würde ich sagen, Action. So, wieder in Ruhe weiterspielen, Moral zeigen, nicht einschüchtern lassen, dann auch wieder so verteidigend abwarten, wie ich das die letzten Spiele gemacht habe und nicht so aufregend, wie ich das am Anfang teilweise gemacht habe. Und hoffen, dass Lukaku mal ein bisschen mehr seinen Abschluss zeigt und freier zum Schuss kommt. Okay, das Team ist doch ziemlich gut. Einfach mal Buffon reingepackt, ohne Verbindung. Buffon, okay. Der kommt also auf, ich glaube, maximal 6 Chemie oder so. Weiß ich nicht, ob mir das wert wäre. Wäre natürlich lustig, wenn der jetzt irgendeinen krassen Fehler oder sowas macht. Also nicht, dass ich dem Gegner wünschen würde. Ich hoffe, ich gewinne, weil ich einfach besser spiele. Ich habe wieder einen Ohrwurm, tut mir leid. Ich wollte gerade sagen, schönes Foul. So, wer steht denn da? Lukaku und die 6. Wer ist denn die 6? Ich habe keine Ahnung, aber ich bin davon aus, dass sind beide Kopfball steigen. Jetzt Lukaku macht ihn einfach rein. Und, ach, CPU Lukaku macht ihn natürlich nicht rein. Natürlich nicht straff genug aufgezogen, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ist mir erst eingefallen, nachdem ich geschossen hatte. Aber immerhin mal kein Pass, der beim Gegner hängen bleibt. Ja, das hat er schön gemacht, wie er sich den Ball da 300 Mal vorlegt und dann trotzdem irgendwie das nichts genützt hat. So, sind wir durch mit Sterling. Der war gut, der Schuss. Der war gut. Der hat auch von der Schusskraft gepasst, würde ich sagen. War halt leider nicht platziert genug, aber das ist halt schwieriger als die Schusskraft passend aufzuziehen. Schade, den hätte ich gerne mal gesehen. Also aufs Tor durchkommen sehen. Nein, oh mein Gott, sollte natürlich in die Mitte gehen. Oh, das ist wieder bitter. Oh, geht einfach nur über die Pace. Oh Gott. Mein Gray ist halt auch schnell, aber der Gegner spielt nicht wirklich gut. Und wenn er so weiterspielt, ich hoffe mal, dass wir hier schnell ein Tor machen. Weil einfach nur dieses, ich renne mal ohne Dribbling mit Pace durch, ist doch ein bisschen billig. Passt halt zu seinen Spielern, aber.
Hat leider zu lange gedauert. Sehr geil. Ganz in Ruhe. Wir dürfen halt einfach nicht zulassen, dass er mit seiner Pace mal in irgendeiner Form durchkommt. Aber wenn wir das zu verhindern wissen, schade. Wenn wir das zu verhindern wissen, dann hoffe ich, dass wir, wie gesagt, hier gewinnen. Es wird, ja, wie gesagt, es wird eklig, wenn er hier es wirklich schaffen sollte, mal mit seiner Pace durchzukommen. Weil dann macht er wahrscheinlich das Tor. Aber ansonsten ist er nicht so gut. Wie mir das auf den Sack geht. Ich verstehe nicht, warum die den teilweise so hässlich querlegen. Ich ziel doch nicht so schlecht. Also das kann doch nicht sein. Ja. Ich habe halt gedacht, er macht einen normalen Laufpass, aber macht er halt nicht. Mist, das hätte ich besser ausspielen müssen. Zum Glück war das nichts, ey. Ganz in Ruhe. Nichts erzwingen wollen. Er läuft selber uns aus, nice. Meiner Meinung nach ein Foul. Okay. Okay, ganz in Ruhe. Ich werde die Formation nicht wechseln, weil ich denke, ich bekomme in der Abwehr mega Probleme in einer anderen Formation und ich werde jetzt einfach auf Reus und Dembele wechseln. Ich glaube, das alleine sollte schon sich sehr positiv auswirken. Überlege sogar, ob ich es vielleicht auf defensiv stelle, aber bisher kann ich, glaube ich, ganz zufrieden sein mit meiner Defensivleistung. Lass mal ihn ruhig ein bisschen hin und her rennen, wenn er das braucht. Das ist ein Foul, aber pfeift er auch gut. Ah, er war noch dran. Gut, ich dachte eigentlich, er hat uns nur weggedrückt. Haben wir Glück gehabt.
Hallo, oh, ich bekomme Matic nicht, ey. Der stand so perfekt. Nice. Jetzt kommen wir aber irgendwie nicht mehr so gut durch, muss ich zugeben. Vielleicht verteidigt er jetzt besser. Ja, war ein Risikopass, aber. Ich hatte gehofft, dass wir da durchkommen. Also ja, es läuft gerade nicht so gut. Ich überlege, ob ich vielleicht ins 4-1-2-1 mal gehe. Dann sind wir defensiv nicht ganz so offen. Aber halt offensiv ein bisschen stärker. Probieren wir das mal. Probieren wir das mal. Fernandinho hat auch nicht mehr wirklich viel Power, aber da ist einfach zu wichtig im Mittelfeld, als dass ich ihn da jetzt schon wechseln will. Oh, es war ein normaler Pass. Schade. Aber immerhin mal wieder eine Ecke. Damit einfach mal ein schönes Tor. Den hat man eigentlich. Wir haben ja einen Ball. Oh geil. Noch nicht gemerkt. Ich schick dich doch nur nicht umsonst in den Lauf, na also. Ja, wir haben unsere Dominanz aus der ersten Hälfte auf jeden Fall verloren. Hoffentlich eine Ecke. Fernandinho. Ich glaube, ich war dann auch, bevor ich dann zu nach Firmino wechsle. Ist geil, wir haben Fernandinho, wir haben Coutinho, wir haben Firmino, alles Nio hinten dran. Und oh, Buffon fängt ihn einfach. Schade. Nein! Scheiße. Zum Glück war da noch Dembele mit entsprechender. Oh, fuck. Ausdauer unterwegs. Ja, also die Formation funktioniert auch gar nicht, muss ich sagen. Deswegen. Entweder nehme ich wirklich das 4-3-2-1, aber ich glaube, das wird echt gefährlich gegen ihn. Ich probiere es aber mal. Ich will ein Tor machen. Ansonsten wechsle ich dann wieder ins
4-2-3-1. Okay, interessant. Gibt es wahrscheinlich Verlängerung? Schade. Gerade in der ersten Hälfte, muss ich sagen, waren wir eigentlich schon der Bessere. Hätte man. Wahrscheinlich schon mehr machen können. Boah, wenn er den Pass halt direkt schafft, Mann. Kein Foul, interessant. Gibt wirklich Verlängerung. Eieieiei. Ach, unnötig, unnötig, unnötig. Aber was soll ich machen, Mann? Wir sind auch nicht mehr zum Abschluss gekommen. Mit deinen scheiß Zeitlupengrätschen, die da noch kommen, ey. Nein, oh, ich mach's dann aber auch einfach zu läppig, fuck man. Ich habe das Gefühl, dass echt auch viel Glück dabei beim Gegner. Dass er die ganzen, nicht die ganzen, aber einige knappe, wichtige Situationen einfach für sich entscheidet. Und Lackertor. Oh, nice. Oh, er hat sich halt einfach den Ball zu weit. Also erstmal der Pass war geil, aber er hat. Das war übrigens, glaube ich, Lukaku, ne, der den Pass gespielt hat. Aber es wird nicht als. Ach doch, es ist ja eigentlich ein Tor von Dembele einfach gewesen. Also müsste eigentlich die Vorlage zählen. Aber was wollte ich sagen? Ja, es ist ein Pass von Lukaku. Sehr schön. Aber der hat sich dann leider beim Sprinten, der letzte Ballkontakt war einfach zu weit vorgelegt. Damit habe ich nicht gerechnet. Deswegen kam da so ein schlechter Abschlussball raus. Deswegen ist es ein bisschen lucky, dass er reingeht. Es ist insgesamt, denke ich, nicht unverdient, dass wir hier führen, aber wir wechseln mal auf 4-2-3-1 zurück, weil wir da einfach definitiv stabiler stehen. Hä? Moment mal. Dembele muss nach rechts. Firmino. So. Nein, wer hat denn den Ball verloren?
Okay, erste Halbzeit überstanden und die zweite bitte auch. Bitte die einfach durchlaufen lassen. Boah, krasser Pass und krasse Annahme von Lukaku. Na, da wollte ich noch mal durchstecken. Ist ja halt das sichere 2-0 geworden. Hallo Shaw. Danke. Alter, oh. Deswegen einfach nur auf Zeitspiel gehen, weil wie kann man denn so einen Pass da raushauen? Da gucke ich sogar noch in die richtige Richtung. Oder zumindest zu halb. Probier's, ne? Ich probier's echt hier einfach noch. Oh nein. Danke. Super schwacher Abschluss. Aber ich habe jetzt dreimal probiert, das 2-0 zu machen und habe dreimal probiert, kein Zeitspiel zu betreiben, sondern einfach das Spiel ganz, ganz anständig zu Ende zu bringen. Und es wird einfach dreimal bestraft. Deswegen. Ja, jetzt ist es eh vorbei. 120. Minute sehe ich gerade. Egal, das Ding ist durch. 1-0 gewonnen. Ich denke, am Ende auch verdient, aber so wie knapp wie es war, war es auch korrekt. Also ich hätte jetzt hier nicht. Na, wobei durch die letzten drei Chancen. Aber gut, ich denke, ein 2 und ein 3-0 wäre halt echt zu viel gewesen. Ja, sage ich doch. Vorlagen Lukaku. Gut, guter Mann. Und deshalb, obwohl er nicht gut passen kann, war das ein guter Pass. Ah, wichtiges 1-0. Und wir haben unsere kleine Serie weiter ausgebaut. Gefällt mir auch. Ich weiß gar nicht, kann ich jetzt noch ein Spiel machen? Bin gerade mal gucken. Es ist gerade Samstag und nee, wir schaffen nicht noch ein Spiel. Ich will nicht die Bundesliga-Konferenz verpassen. Das wird sonst leider zu knapp. Das heißt, 6 Siege immerhin. 15 Spiele haben wir noch und dann würde ich sagen, liken, kommentieren. Im Moment, wir machen mal noch. Nee, nicht weiter. Hallo, nein. Packen mal noch Shaqiri auf die Bank zurück. Hat ja auch bisher nichts gemacht, ne? Hat eine Vorlage in 15 Spielen. Und Sterling hat, fühlt sich auch besser an. Hat jetzt immerhin schon 3 in 15 Spielen. Und darf man auch nicht vergessen, da waren ja viele Wechselspiele mit dabei. Am Anfang habe ich auch Sterling zum Wechseln genommen. Deswegen Sterling besser auf jeden Fall. Und was wollte ich jetzt noch machen? Ach ja, ich wollte nochmal schnell die Spielerrollen einstellen, weil ich glaube. Haben die schon gepasst? Okay. Nee, können wir eigentlich so lassen. Ach nee, Quatsch, langer Freistoß, da legen wir ja sowieso nicht ab. Beim kurzen legen wir auf Coutinho ab, weil er so einen guten Distanzschuss hat. Das heißt, beim langen Freistoß machen wir eher mal die Flanke in die Mitte für den Kopfball und da können wir ruhig auf Coutinho gehen. Was mir auch eingefallen ist, ich habe ja in den anderen Mannschaften andere taktische Einstellungen und die habe ich da ja nicht, aber ich glaube nur Passspiel, Flanken, Schussverhalten ist ein bisschen anders. Geordnet, freie Wahl, Abseitsfalle, Passspiel. 55, 50, 55. Ich will nochmal gucken, wie das da ist und ob ich es umstellen will. Aber es ist wahrscheinlich so marginal, dass es einfach keinen Unterschied macht. Oh nee, es ist doch ein Tick anders. 55.
50. Ich teste das einfach mal und wenn ich einen Unterschied merke, dann weiß ich Bescheid, alles klar, das passt so. Wenn ich keinen Unterschied merke, dann weiß ich alles klar, der Unterschied ist so marginal, es ist scheißegal, es kommt mehr auf deine Spielweise und aufs Team an, als auf das, aber ich probier's mal so. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat, ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben, euer Paxis, bis zum nächsten Mal, tschüss.